Wenn wir nach Literatur suchen, können wir beispielsweise mit Stichworten und Schlagworten suchen. Zur Kombination der Suchbegriffe nutzen wir boolsche Operatoren und Truncierungen, die in unseren anderen Videos erklärt werden. Eine andere Möglichkeit, passende Literatur zu finden, resultiert aus den Quellenverzeichnissen und Zitationen der Publikationen. Publikationen, die gemeinsam in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zitiert werden, haben thematische Überschneidungen. Umso häufiger zwei Publikationen gemeinsam in den Literaturverzeichnissen auftreten, umso wahrscheinlicher ist es, dass es sich inhaltlich um ähnliche Artikel handelt, sie also das gleiche Forschungsgebiet betreffen. Es ist deshalb sinnvoll, sich diese Artikel ebenfalls anzuschauen, da sie inhaltlich für uns relevant sein könnten und wir sie gegebenenfalls mit einer reinen Stichwortsuche verpasst hätten. Um diese Co-Citations zu erkennen, gibt es Browser-Plugins wie das von cocites.com für Firefox. Bei der Suche in PubMed wird nach der Aktivierung ein Pop-up angezeigt, welches angibt, wie oft der Artikel zitiert wird. In der detaillierten Auswertung können wir dann die Überschneidungen sehen. Bei einer Suche in Web of Science können wir über Related Records gehen. Die neue Liste beinhaltet dann eine Information, wie viele Artikel gemeinsam zitiert werden. Diese Suche ist also ein bisschen komplizierter als die mit dem Plugin, kann aber ebenfalls wichtige Ergebnisse liefern.